Firmen brauchen immer neue Kunden. Ja, nee, ist klar, Alter. Du bist einfach ein Genie. Alter, du kannst bei Apple hinter der Genius Bar ohne Ausbildung arbeiten, weil du so klug bist. Hey Leute, ich bin's wieder, der kryptische Mann aus dem Internet. Ihr kennt das. Ihr habt keine Lust mehr auf euer langweiliges Leben, schmeißt alles hin, ballert eure Kohle in das super seriöse Angebot, um 10.000 Euro im Monat zu verdienen und gönnt euch ein Cayman S. Ach warte, ihr kennt das nicht? Dann kommt jetzt in die Gruppe, erster Link in der Videobeschreibung. Richtig nice, schaut mich an, jetzt fahr ich Porsche. Danke, Daniel. Ah nee, da bin ich wohl in der falschen Zeit gelandet. WhatsApp-Trading-Gruppen sind, glaube ich, nicht mehr so der Hit. Und Porsche fahren auch nicht. Ich bin ja gerade mehr so der Car-to-Go-Verfechter oder Fußgänger. Ich bin einfach in der Zeit zurückgereist, Philipp. Ich bin jetzt wieder Neandertaler. Ich benutze meine Fußsohlen. Ich weiß, du kennst es nicht mehr. Du bist ja nur noch Skateboarder. Oder so ein richtig hipper Emmy-Roller-Nutzer. Warte mal, du hast gar keinen Führerschein, ne? Boah, Alter, sucks to be you. Egal, dann pumpe ich meine Moneten einfach in ein Bitcoin-Mining-Unternehmen, welches mit ihren PC-Farm auf Island einfach Bitcoins für mich generiert. Was habe ich dabei schon zu verlieren? Oh, vielleicht ist das auch eher eine schlechte Idee. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, mit der ich ohne viel Arbeit an möglichst viel Geld komme und das nicht Raid Shadow Legends heißt. Ich hab's. Ich gründe davon eine erfolgreiche Social-Media-Agentur. Also, ich sage einfach, dass ich eine erfolgreiche Agentur habe und verkaufe dann teure Kurse, in denen ich anderen erzähle, wie ich so erfolgreich geworden bin. Nur lasse ich den Punkt aus, dass ich eigentlich nur Einnahmen dadurch erziele, indem ich besagte Seminare gebe. Heute reden wir über fadenscheinige Angebote, die viel Geld versprechen. Und mit viel Geld meine ich so richtig Asche. So ein richtiger Vulkan, Philipp. Stell dir das vor, dann stehst du am Ätna, der bricht aus. Alles darüber. Darüber reden wir, okay? Immerhin versprechen die zum Teil, dass man mit ihnen in der Elite der oberen 3% der Gesellschaft landen kann. Mit 10.000 Euro Verdienst. Im Monat? Leute, so viel verdient im Durchschnitt nicht mal ein Oberarzt. Und der hat mit Studium und allem drum und dran am Ende einen Weg von mindestens 12 Jahren hinter sich. Der hat so lange gebraucht, so weit zu kommen, wie Philipp alt ist. Und das sollte er zumindest auch, wenn er an Menschen rumschnibbelt. Und jetzt kommt das unterhergelaufene Hans Wurst daher und erzählt mir, dass ich so ein Gehalt bekommen kann. Ohne Studium oder Ausbildung. Okay, okay. Na, vielleicht sollten wir alles mal Step by Step durchgehen. Leute, das Internet ist eine coole Erfindung und bietet uns massenhaft Möglichkeiten. Wir können uns Bilder und Videos von Katzen angucken, wir können zusammen Final Fantasy zocken, wir können sagen, dass wir schwul sind und dann, dass wir es doch nicht sind. Warte mal, das ist überhaupt nicht cool. Aber das Internet ist manchmal ein dunkler und böser Ort. Wie so eine düstere Gasse im Londoner East End des Jahres 1888, an dessen Ende Jack the Ripper auf dich wartet. 1888, drei Kaiserjahr, Philipp. Google das. Allgemeinbildung. Quasi der digitale Girlie. Nur, dass du im Echten immerhin die Chance hast, das zu bekommen, wofür du dein Geld hergegeben hast. Und so ähnlich ist es manchmal auch im World Wide Web. Dir wird was Tolles versprochen, aber am Ende bist du einfach nur arm. Nicht abgestochen oder zusammengeschlagen, aber arm. Man sagt ja immer so schön, lieber arm dran als arm ab. Aber den spare ich mir jetzt einfach mal, weil der nicht witzig ist. Der war nie witzig, der ist nicht witzig und der wird nie witzig sein. Keine Ahnung, ob ihr euch erinnern könnt, aber so vor knapp 3-4 Jahren sind gefühlt alle vom Bitcoin und generell dem Kryptowährungshype mitgerissen worden. Der Wechselkurs kletterte immer weiter nach oben und es kam so eine richtige Goldgräberstimmung des 21. Jahrhunderts auf. Deshalb konnte ich mir übrigens kaum einen neuen PC zusammenbauen, weil gefühlt alle Grafikkarten in irgendwelchen Mining-Rigs verbaut wurden und da permanent ausverkauft oder vollkommen überteuert waren. Danke dafür, Bitcoin. Gemeinsam mit dem Hype in Kryptowährung zu investieren, sind doch ganz, ganz komische Unternehmen aus dem Boden geschossen. Wieso Unkraut? Die sind einfach so, waren auf einmal da. Die haben dir dann so Versprechen gemacht. Hier, bla bla, gib uns dein Geld und unser Rechner auf Island sorgt dafür, dass dich dein Einsatz nach mindestens 1000 Tagen verdoppeln wird, weil wir Bitcoin für dich generieren. Wie die ihr Versprechen einer Verdoppelung des Einsatzes bei einem preisinstabilen Produkt halten wollen? Keine Ahnung. Wie Leute so Nonsens glauben können? Keine Ahnung. Aber gut, die selbsterklärten Finanzexperten werden das schon besser gewusst haben. Findet ihr etwa, dass ein Dude Ende 50, der in Dubai wohnt und seinen Firmensitz auf der Karibikinsel Nevis hat, nicht vertrauenswürdig ist? Würdet ihr ihm nicht die Hälfte eurer ersten 5 Gehälter überweisen und versuchen, eure Freunde davon zu überzeugen, dass das alles völlig sicher und absolut unbedenklich ist? Ohne da jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen, happened to me. Genauer gesagt, einem ehemaligen guten Freund, den ich jetzt allerdings schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen habe. Vielleicht war das aber doch der Deal seines Lebens und er sitzt ebenfalls in Dubai. Oder er ist im Knast. Kryptowährung gibt es zwar nach wie vor, der anfängliche Goldgräber-Hype ist mittlerweile aber dort, wo auch das Geld der hoffnungsvollen Investoren ist. In Luft aufgelöst. In den Vulkan von Mordor geschmissen. Was gibt es also noch für Möglichkeiten? Was ist the next big thing, mit dem ich Unmengen Kohle scheffeln kann, ohne auch nur einen Finger krumm machen zu müssen? Hallo, mein Name ist Florian Susbauer. Ich bin Marketing-Experte und Mitbegründer einer der erfolgreichsten Agenturen im deutschsprachigen Raum. Und heute möchte ich eins der bestgehütetsten Geheimnisse im Internet lüften. Ja, dann hau mal raus, Florian! Was würde er uns wohl erzählen? Den Sinn des Lebens, die Krabbenburger Geheimformel, die Definition von Gut und Böse. Was, Florian? Was ist das größte Geheimnis des Internets? Es hat nur mit deinem Mindset zu tun, ob du 10.000 Euro im Internet verdienst oder 1.000.
Oder 20.000 oder 30.000 oder mehr. Ja, geil! Ich wusste gar nicht, dass meine Einstellung ausmacht, wie viel Geld ich im Internet verdienen kann. Hä, dann habe ich ja YouTube aber falsch gespielt. Ich glaube, nach demselben Prinzip handelt auch Montana Black. Ey! Scheiß drauf, mit wem ich zusammenarbeite und wie ich meine Arbeit nachgehe. Mein Mindset ist alles, was zählt. If you can think it, you can be it. Ich bin jetzt ein fucking Einhorn, Philipp. Und um dir das Ganze mal zu verdeichen, ja, möchte ich dir anhand von einem Beispiel erklären. Und du siehst schon, ich habe hier was mitgebracht, jetzt nicht, um irgendwie anzugeben oder mich irgendwie zu profilieren, sondern einfach, damit du es ja anschaulich sehen kannst. Gut. Er will nicht angeben oder sich profilieren, aber stellt sich damit 20.000 Euro hin und flext da in seinem Rollkragenpullover rum oder was? Du siehst hier einen Stapel von 50-Euro-Scheinen und einen Stapel von 500-Euro-Scheinen. Dieser Stapel entspricht 10.000 Euro. In diesem Beispiel steht jetzt jeder dieser 50-Euro-Scheine für einen Kunden von dir, also heißt, jeder Kunde bezahlt dir 50 Euro, das sind 200 Scheine. Und dieser Stapel hier ist ziemlich mickrig, der ist aber auch 10.000 Euro im Monat. Der Florian hat uns schon mal bewiesen, dass er immerhin schon zählen kann. Und ja, no shit, du brauchst mehr 50er als 500er, um auf dieselbe Summe zu kommen? Ja, wow, Alter. Du bist einfach der nächste Einstein. Bau mal eine Bombe, Bruder. Die explodiert dann einfach nicht, weil du blöd bist. Um auf 10.000 Euro zu kommen, brauchst du halt auch einfach 10.000 1-Euro-Stücke. Also, der Mann hat uns jetzt anhand von 20.000 Euro erzählt, dass es sinniger und einfacher ist, wenig Kunden an Land zu ziehen, die dir jeweils mehr zahlen als viele, die dir dafür weniger zahlen. Und das war jetzt das bestgehütetste Geheimnis im Internet? Was würdest du sagen, wenn ich dir zeige, wie du nicht mit 20 Kunden 10.000 Euro verdienst, sondern mit einem einzigen Kunden 9.800 Euro jeden Monat verdienen kannst? Und wenn du erfahren möchtest, wie das geht... Wenn du so ein toller Marketing-Experte bist, wie wäre es, wenn du vielleicht noch den letzten Satz zu Ende gesprochen hättest? I mean, der hat uns erzählt, dass unser Mindset bestimmt, wie viel wir verdienen, dass man für 10.000 Euro mehr 50-Euro-Scheine braucht als 500er und dass es toll ist, wenn du einen Kunden hast, der dir 9.800 Euro auf einen Schlag überweist. Ja, wow! Aber was er jetzt hier verkauft oder was wir verkaufen oder kaufen sollen, das hat er uns leider noch nicht verraten. Und ich denke auch nicht, dass er uns davon in einem kostenlosen Video von erzählen wird. Immerhin muss der Gute ja auch von irgendwas leben und... Oh. Ich fange an zu verstehen, wie das funktioniert. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, herauszufinden, worum es hier eigentlich geht. Drei Websites, von denen mindestens eine aussieht wie Scheiße und zwei, die nur irgendwelche Fehlermeldungen ausspucken. Später bin ich dann noch zu einem Ergebnis gekommen, dass Florian und all die anderen Gurus, die euch versprechen, tausende Euros im Monat zu verdienen, alle irgendwie vom Online-Marketing labern. Basically geht es ihnen darum, Kunden für ihre Kunden zu generieren. Ein genaues Konzept, mit dem sie bzw. ich am Ende das Geld mit nach Hause bringen soll, findet sich aber nirgends so richtig. Vielleicht gehört das aber auch zu diesem Experten-Image dazu. Möglichst schleierhaft bleiben, damit man seine Worte auch im Nachhinein noch auslegen kann, wie man will. Nee, dann kannst du nicht verklagt werden. Wenn da steht, der Apfel ist rot, war der Apfel rot. Aber wenn da steht, der Apfel war farbig, könnte er auch gelb sein, Philipp. Auf seiner Website, oder besser, der einzig halbwegs funktionierende Website, weist Florian spannenderweise darauf hin, dass die Resultate, von denen er uns im Werbevideo noch vorgeschwärmt hat, nicht gesichert, sondern nur seine eigenen Erfahrungen sind. Er impliziert nicht, dass auch wir diese Erfolge feiern können, ohne vorher mit seinem Team gesprochen zu haben. Hä? Also im Video klang es doch ziemlich danach, als würde er uns einen sicheren Weg zeigen, wie wir 9.800 Euro mit einem Kunden im Monat verdienen können. Auf seiner Website ist aber dann von einer normalen Ausbildung die Rede. Also genau das, von dem er uns versprochen hat, dass wir ausbrechen könnten. Oh, aber weil das Online-Agentur-Ding so unfassbar erfolgreich ist, hat Flori irgendwann auch noch eine Reihe Nahrungsergänzungsmittel herausgebracht. Unter dem Namen 12H Nutrition verkauft er das Zeug für Job und Studium. Ich will gar nicht groß auf die Kapseln eingehen, aber lasst mich so viel sagen. Irgendwie gibt's die nicht mehr zu kaufen. Und die Rezensionen waren auch eher durchmischt. Wie wenn man in den Mixer kackt. Und auf deren Website ploppt andauernd die Nachricht auf, dass sich gerade irgendwer irgendein Enthüllungsvideo anschaut. Wer sind diese Leute? Welches Enthüllungsvideo gucken die sich an? Wieso werden meine Fragen nicht beantwortet? Aber natürlich ist der Florian Suchsbauer nicht der Einzige, der euch das große Geld verspricht. Vielleicht ist er aber der Seriöseste. Philipp Lang zum Beispiel. Von der Agentur zur Freiheit! Nutzt ein richtig seltsames Beispiel, um Kunden ranzuholen, die bei ihm irgendwelche Seminare oder Coachings buchen. Und die meisten da draußen fokussieren sich immer nur aufs Geld verdienen und Geld machen, anstatt dass sie... Probleme lösen fokussieren. Eine Putzfrau zum Beispiel. Und jeder kann eigentlich die Wohnung putzen mit zwei Armen und zwei Beinen. Und deshalb bekommt die Putzfrau auch nur 10 Euro in der Stunde. Ein Arzt muss heutzutage, weiß ich nicht, sechs Jahre studieren, genauso wie ein Anwalt wahrscheinlich 8 Jahre studiert, um dann eben, sag ich mal, große Probleme lösen zu können. Ich gebe dem Typen ja recht, dass es irgendwie nicht ganz so gesund ist, wenn man sich ausschließlich nur darauf konzentriert, Geld zu machen und man sich vielleicht auch eher überlegen sollte, ob oder welche Probleme man lösen kann oder will. Und wenn ich mich ganz doll anstrenge, kann ich sogar versuchen, sein Beispiel mit der Putzfrau und dem Arzt nachzuvollziehen.
okay, nein. Auch wenn ich mich anstrenge, ich kann's nicht. Und am besten ist ja eigentlich die Tatsache, dass er erst erzählt, dass es nicht gut ist, sich nur aufs Geldmachen zu fokussieren, dann aber rumflext, wie viel Geld er mit seinen Kunden macht. Heutzutage im, sag ich mal, digitalen Zeitalter ist es jedoch viel einfacher, auch große Probleme zu lösen, indem man auf Bestellung neue Kunden generieren kann. Firmen brauchen immer neue Kunden. Ja, nee, ist klar, Alter. Du bist einfach ein Genie. Alter, du kannst bei Apple hinter der Genius Bar ohne Ausbildung arbeiten, weil du so klug bist. Du brauchst nicht mal eine Brille, Alter. Einen habe ich noch für euch, Leute. Der setzt dem Ganzen wirklich die Krone auf. Ganz besonders, wenn man sich seine Werbeversprechen und den ganzen Müll anguckt. Der gute Said Shiripur hat nämlich ein Programm am Start, mit dem man sein Unternehmen erfolgreich starten kann. Oder sein Produkt erfolgreich releasen kann. Oder automatisiert 11.200 Euro im Monat verdienen kann. Oder in 8 Wochen ein umsatzfähiges Business aufbauen kann. Was ist Projekt 2020? Ich habe im letzten Jahr an nur einem einzigen Tag den größten Rekord gemacht im deutschsprachigen Raum. Über 380.000 Euro umgesetzt mit nur einem einzigen Produktlaunch an einem einzigen Tag. Leute, wie seht ihr nicht bei Factorio? 11.200 Euro verdienst du nicht einfach aus dem Nichts vollautomatisch pro Monat. Es sei denn, du hast einen YouTube-Kanal, der sehr, sehr viele Views macht. Außer du hast Zeit, Chiripoop, bekommst von gutgläubigen Leuten Geld zugeworfen und hast dein Impressum einfach in fucking Umal Quine. Wo ist das, Philipp? Das ist aber nicht in Berlin. Get the-